Alle Gaumenbreite. Auf geht's, neues Video. Wie immer, der Plan macht der Meise. Gut. Ich werde das Video zusammenschneiden, etliche Tage, weil wir müssen Pflegemaßnahmen treffen. Dieses Unkraut steht so hoch. Das muss ich erstmal unbedingt in Garten 1 entfernen. Das schaffe ich heute aber nicht. Da brauche ich mehrere Tage dazu. Sehen, wie ich heute mache, 3, 4, 5 Beete, kommt drauf an, was der Regen sagt. Ja, gut, das war's erstmal. Vielleicht hängen wir dann irgendwas hinten dran noch, muss ich mal sehen. Vielleicht mache ich dann noch was anderes. Kommt immer an, wie weit ich komme und wie viele Minuten wir zusammen kriegen. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Geht los mit der Arbeit. Haben wir erstmal hier die Winterzwiebeln und den Knoblauch. Man sieht es auch. Die Einjährigen, die wir in den Herbst gesteckt haben, die Brutzwiebeln, sind jetzt sichtbar, weil ich das Unkraut weggemacht habe. Knoblauch und Zwiebeln müssen unkrautfrei sein. Dann habe ich noch eins gemacht schon. Und zwar ja, die Erdbeeren. Und jetzt werde ich mal mit Rieben reingehen. Ein Spinat und beide Schwarzwurzeln. Schwarzwurzeln, Spinat, Radieschen, sieht man wieder, und wo viel, sehr viel war, das war hier drüben, das war hier. Und zwar bei den Schalotten. Und den Gemüsezwiebeln. Also was für Anfänger, ein Tipp, nicht nur aussehen und pflanzen, sondern man muss auch viel Nebenarbeit machen. Also hier war alles vertreten, außer Ackerwinde. Das sah ja noch schlimmer aus wie das hier drüben. Ich habe heute keine Lust mehr. 1, 2, 3, 4 Stück gemacht. 4 Stück. 2,5 Stunden. Reicht zu für heute erstmal. Also Video, Zusammenschnitt in einigen Tagen. Gut. Mal wieder gießen dann noch. Dann ist Feierabend. Geht's morgen weiter. Gartenfreunde, bevor wir wieder ins Unkraut gehen,
haben wir erstmal eine andere Aufgabe. Und zwar haben wir hier die Chayoten. Die werden wir heute einbuddeln. Und zwar Endgarten 3. Zwei Stück. Eine habe ich auf dem Balkon. Ich weiß, dass hier die Lieblinge alles niedermachen. Die Schneckchen. Die soll man ja auch nicht so tief buddeln, einsetzen. Die sollen ja, die Knolle soll ja noch rausgucken. Drehen wir erstmal rum, den Kasten. Ah ja, also Wurzeln hat er genug. Gucken wir mal, oh, passt genau. So, nehmen wir die hier, ah, langt noch nicht, das reicht noch nicht bis zur ersten Stunde, da kann ich ein bisschen runter machen, mal sehen, sehen wir sie hier, was hier mein Freund Dennis zusammengebastelt hat, so ein Mist, die schicke ich mal runter, kleine Drahtkonstruktion, gucken. Ja, reicht noch nicht. Naja, ich werde erstmal die andere einbuddeln, der anderen Seite drüben. Die haben wir noch drüben rein. Habe ich erstmal etwas Rasen kultiviert hier. Na, das ist der Akku wieder alle. Das wieder laden. Mal sehen, ob es reicht. Die verwurzeln. Dann hat er einen Kleinen dran ab. Müssen, denke ich, auch Wurzeln sein. Ja, auf dem Feinsten. Ich wusste, wie das Zeug schmeckt. Und die eingebaut. Wenn man hat, was ernten kann, kommt immer auf die Lieblinge der Wand. Wisst ihr, ob die hier rangehen? An die Plätzchen. Aber hier reicht's. Hier können wir es hochziehen. Ja. Immer wickeln. Und weil ich nicht weiß, ob die Schnecken hier rangehen an die Chayoten, habe ich vorsichtshalber Schnecken kommen mit Bord. Dann wir hier mal ringsrum dran streuen. Eine Barriere machen. Nicht, dass es so aussieht wie bei meinen. Gehen wir da mal gucken dann. Was ich gepflanzt habe. So gedacht. Gepflanzt heute. Ja, hier haben wir auch noch eine Handvoll
Dann? Ja, gut. Dann kriege ich nicht ganz hoch. Ah, ich hab noch was. Ich hab was gesehen hier. Ich hab ja allerhalb Stöckchen rumstehen. Was gefunden? Komm hier ran, Mangen. Dann bitte mir das hier drum. Wenn's hält. So, sieht gut aus. So. Dann wir noch mal ein bisschen. Wasser dann? Allzu viel Wasser brauchen die nicht. Dann hoffen wir mal, dass hier was rauskommt. Wenn alle Stränge reißen, eine steht auf dem Balkon. Gut, jetzt gucken wir mal beim Verlusten. Und zwar, heute ist ja hier den Hokkaido hingepflanzt, wie gesagt hatte. Mit Stumpf und Stiel innerhalb von einem Tag abgefressen. Ich weiß nicht, ob ich noch mal einen hole. Würde ich mir noch stark überlegen. Kann dann nicht auch für 2 Euro die Schnecken füttern. Ja. Also, Hokkaido hat sie erstmal erledigt, die Sache. Wenn wir immer hier sind, dort, Freunde, dann machen wir leider was für die Schönheit. Garten 3 Schönheit. Wo habe ich noch gekauft? 2 Pakete. Blümchen. Gladiolen. Jeweils 10 Stück. Preis will ich nicht mehr vergessen. Liegen schon welche Monate hier an der Laube. Nur Zeit, dass sie reinkommen. Treiben schon aus. Ich mach von da mal rein, in die Bindel. Nur vergessen. Ja, aber eh nicht reinmachen. Verteilen. Ich weiß gar nicht, wenn er dann das letzte Mal umgegraben hat. Das war wie Beton hier. Ja, die treibt doch aus. Dann habe ich auch noch 2 Dahlien. Die werden wir auch hier mit reinmachen. Ja, da muss ich erstmal wieder ein Stückchen frei machen. Wir werden erstmal ein Paket reinsetzen. Dann mache ich hier noch mal ein bisschen Luft machen. Und die treiben schon schön aus. Ich werde mal 2 von jedem Paket aufheben. Und bei mir auf dem Balkon einpflanzen. Ich habe ja gar einen Blumenkasten hier auf dem Balkon. So.
Das wäre hier. Erstmal frei schnippeln, umgraben, den Beton. Dann machen wir das zweite Paket rein. Dann noch die zwei Dahlien. Irgendwo mit rein. Gut. Jetzt habe ich mir mitgebracht zwei Dahlien. Eine sieht gut aus. Die treibt schon aus. Und die hier, na ja, mal sehen. War nicht teuer, 1 Euro oder was. Werde ich mal die gute machen da vorne hin und die schlechte hier einsetzen. Sehen, ob da was kommt. Aber bei Dahlien, da muss Schneckenkorn dran. Sonst ist alles weg wieder. Ich hatte ja vorher gesagt, bei mir am Zaun auch 3 Stück hingesetzt. Von den 3 Stück hat nicht ein überlebt. Alles die Schnecken weggefressen. So, habe ich jetzt noch ein Paket. Lass die holen. Diese Sorte sieht irgendwie, wenn sie so aus, wenn sie so blühen wieder aussehen, sind sie gut. Wenn sie hier drin aussehen, werde ich mir auch zwei mitnehmen. Na ja, treibt er nicht aus. Na ja, ich doch die Schaufel nehmen. Dann habe ich ja noch welche vom vorigen Jahr, die ich retten könnte. Aber hat ja bloß einige blüht. Und viele sind gar nicht gekommen. Ne? Ich werde das unter hier einbuddeln mit. Eine noch. Und zwei nehme ich mit. Im Blumenkasten. Wie 4 Stück. Und dort hinten an die Rasenkante mache ich die von vorigen Jahr rein. Da haben wir ja erstmal die Schönheit abgeschlossen. Gartenfreunde, es ist Feierabend. Es regnet. Also, goodbye und winke winke. Bis zum nächsten Video.